Und das hier, mein lieber Joe, das musst du wirklich zeigen. Das ist unglaublich. Das ist hier ist ein Chart und er zeigt die Wertpapiere für geldpolitische Zwecke, die jetzt im Eurosystem in den letzten Wochen, und das sind immer Wochen hier unten, also jede kleine Zeit ist eine Woche, wie diese Geldmenge in der EU zugenommen hat, wie stark man hier am Geldsystem bereits manipuliert. So, was bedeutet das? Möchtest du den hochzeigen, bitte? Das hier sehen wir wirklich, das ist die Erhöhung der Geldmenge, könnte man sagen, die also hier künstlich geschaffen wird, um beispielsweise notleidende Strukturen aufzufangen. Und wir sehen diesen unvorstellbaren Anstieg. Und jede Zeile da unten ist eine Woche. Ja, und es geht wirklich, es gibt ja Statistiken, die fangen irgendwo bei 60 an und gehen dann bis 70 und du denkst, das ist ja Wahnsinn. Aber es fängt wirklich bei 0 an bis 1600 und das ist wahrscheinlich Millionen und Milliarden Euro. Genau. Das heißt, es wird Geld gedruckt ohne Ende, oder? Ja, oder wenn es denn gedruckt würde. Es wird ja gar nicht gedruckt mehr. Das Knopfdruck. Ist, jein, auch, also da, lass uns da, das würde ich super gerne machen, Joe, weil ich habe jetzt dazu gerade letztens auch ein Mitgliederpodcast gemacht zum Geldsystem. Aber das ist einfach so wichtig. Ich möchte hier gerne, auch wenn es für dich okay ist, das Thema aufgreifen. Und dazu habe ich eine Meldung. Ich ziehe die ein bisschen vor. Und zwar Indien. Ja. Das muss natürlich in die Tagesenergie. Ja, ganz wichtig. Es ist eine der ganz großen Ereignisse, die dort stattgefunden haben. Ja. Und zwar am 10. November, meine ich, 10. oder 11. November, ist in den Nachrichten den Menschen auf einmal überraschenderweise mitgeteilt worden, Achtung, ab heute Mitternacht verlieren die 1000-Rupienscheine und die 500-Rupienscheine ihre Gültigkeit. Das ist Wahnsinn. Und nun muss man wissen, also erstmal, was sind 1000 Rupien? Das klingt ja nun für uns vielleicht relativ viel. Das sind die größten Scheine. Und die 1000 Rupienscheine sind etwas weniger als 14 Euro. Das ist nicht viel. Also, 13,70 Euro. Ja. Und der 500er entsprechend die Hälfte. Und wir müssen vor allen Dingen wissen, dass 80% des Bargeldvermögens in diesen Scheinen sozusagen ihren Ausdruck gefunden hat. Also 80% des Geldes wurden mit Ansage um Mitternacht ungültig. 80% des Bargeldes. Ja, und man hat es, glaube ich, begründet, dass man natürlich die Kriminellen, die irgendwie Schwarzgeld, aber es sind viele Leute betroffen, die eben auch ein bisschen was zurückgelegt haben. Und es ist ja nicht viel. Ich meine, klar, die leben vielleicht von einem Euro übertragen am Tag oder im Monat. Vielleicht, ich weiß nicht, verdienen natürlich entsprechend wenig. Aber wenn du sagst, 14 Euro ist ein 1000-Rupien-Schein wert, es ist nicht viel, also wer ein bisschen was zurückgelegt hat, das ist dann jetzt auch futsch. Ja, das zurückgelegt ist ein Thema. Das nächste ist, du konntest nicht mehr bezahlen. Ja. Also mit anderen Worten, der gesamte Handel in Indien ist zusammengebrochen. Ja. Und wir müssen uns natürlich über Nacht, eigentlich sogar sofort. Ja. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt heute hören würde in Nachrichten, Achtung, heute um Mitternacht oder von mir aus auch morgen, verliert der 100-Euro-Schein seine Gültigkeit. Ja, dann würdest du dann von mir noch einen 100er nehmen? Sicher nicht. Also in dem Moment ist er eigentlich ungültig. Ja. In dem Moment ist das Vertrauen zerstört. Und derjenige, der noch 100er hat, der weiß ganz, ganz, ganz schnell, irgendeinem Touristen das Ding andrehen. Ja. Denn ein anderer nimmt den nicht mehr, weil der weiß, in 4 Stunden, in 5 Stunden, in 8 Stunden kann ich damit nichts mehr anfangen. Also das ist der erste Schritt, der hier in Bewegung gebracht wurde. Und der zweite war, dass dieser Status über einen langen Zeitraum, annähernd 2 Wochen, 2,5 Wochen, wirklich zu einem kompletten Zusammenbruch des indischen Handels geführt hat. Die Leute konnten also kein Geld mehr bei der Bank tauschen, sie konnten nicht mehr bezahlen, die ganzen Händler haben keine Ware mehr einkaufen können. Mhm. Und wir sprechen von dem Land auf der Welt mit der zweithöchsten Population nach über China. Über 1 Milliarde, ne? Ja. Genau. Ja. Und man geht davon aus, in den nächsten 10 Jahren wird Indien sogar China überholen. Ja. Also eine unglaubliche Dimension. Und das nächste, was vielleicht nicht so bekannt ist, ist, was hat man nun weitergemacht? Man hat neue Scheine eingeführt, aber diese neuen Scheine kannst du nur bekommen, wenn du dich biometrisch erfassen lässt. Mhm. Und dazu wollte ich gerne was sagen. Also ich habe hier eine Meldung, gibt einige davon, allerdings finden wir in den Mainstream-Medien relativ wenig davon. Bargeldabschaffung und die biometrische Erfassung aller Einwohner. Wenn wir übrigens Einwohner sagen, dann heißt es ausdrücklich nicht unbedingt Bürger. Ja. Einwohner, das sind Geduldete.
Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also wir werden hier gleich noch mal ein paar ganz spannende kleine Details hören. Indien gilt als die größte Demokratie der Welt, die Armen, und dürfte im Jahre 2020 China als bevölkerungsreichstes Land der Welt abgelöst haben, also sogar schon in 4 Jahren. Bereits 2010 startete Indien mit einem Programm zur Identifizierung aller Einwohner. Und hier müssen wir wirklich auf den Begriff Einwohner achten. Wir werden das gleich sehen, die eine Unique Identification Number erhalten sollen, eine UID. Das haben wir ja auch. Also bei uns ist es die Steuernummer. Jeder, der hier auf die Welt kommt, jedes Baby bekommt mit Ausstellung der Geburtsurkunde eine Steuernummer. Das war früher nicht der Fall. Und das ist eine lebenslange Nummer. In Amerika ist es die Social Security Number. Ja. Das ist das gleiche Prinzip. Es werden dabei von jedem der 1,2 Milliarden Bewohner Indizien der biometrischen Daten erfasst. Dies umfasst die Fingerabdrücke aller 10 Finger, die Netzhaut beider Augen und ein frontales Gesichtsbild. Also hier haben wir wirklich, ich habe es gesagt in meinem Podcast, den feuchten Traum der Überwachung. George Orwell. Ja, absolut. Und jetzt wird es ganz interessant. Zuständig für die Erfassung dieser Nummer ist eben diese Unique Identification Authority of India, die jedem Bürger eine 12-stellige Identifikationsnummer zuteilt. Und jetzt kommt's. Diese Nummer dient nicht als Nachweis für die indische Staatsbürgerschaft. Also hier haben wir ganz bewusst auch eine Trennung und wir erstaunlich können wir feststellen, guck mal an, dieses Thema Staatsangehörigkeit hier als Staatsbürgerschaft bezeichnet, ist auf einmal wieder präsent. Ja. Es schien am Anfang so, als wäre das etwas ganz Besonderes hier im Lande. Ja. Dann haben wir festgestellt, das ist in Österreich auch so. Dann konnte ich feststellen, es ist auch in der Schweiz so. Amerika. Und so habe ich festgestellt, es ist wahrscheinlich eben hier auch ein Hinweis. Und jetzt heißt es weiter und beinhaltet damit kein Recht auf staatliche Leistung. Also du wirst identifiziert und hier sehen wir ganz stark den Versuch, auch hier neue Arten von Strukturen aufzubauen, die dich in einen völlig neuen Rechtsstatus bringt. Also nicht mehr basierend auf der Staatsangehörigkeit oder Staatsbürgerschaft, mit der staatliche Rechte einhergingen, sondern hier baut man etwas Neues auf. Mit dem biometrischen Erfassen kommst du in einen komplett neuen Rechtsstatus. Ja. Hochinteressant, oder? Also du kriegst noch nicht mal was dafür, wenn du dich registrieren lässt. Also oh doch, du kannst auf diese Art und Weise dein altes Geld noch umtauschen. Allerdings nicht in der Form, dass du da neue Scheine bekommst, sondern du musst es einzahlen auf das Konto. Und hier möchte ich nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, wem gehört bitte das Konto? Also nehmen wir mal hier Deutschland. Ich glaube nicht mir, das gehört der Bank. Ja, es ist, das ist richtig. Das Konto gehört der Bank. Aber für wen wird das Konto eröffnet? Den Strohmann. Genau, für die Person. Ja. Also hier haben wir ein Zusammenspiel der Banken mit dem staatlichen Konstrukt. Der Staat schafft über den Namen eine künstliche Struktur, Person genannt. Für diese Person eröffnest du unter Hinterlegung des Ausweises der Person, der Ausweis gehört dem Staat, ein Konto, das natürlich deswegen auch komplett vom Staat kontrolliert werden kann. Ja. Und wenn du eine Pfändung auf dem Konto hast, dann muss uns eines bewusst werden. Eine Pfändung, eine klassische Pfändung kann nur auf etwas ausgelöst werden oder kann nur dann durchgeführt werden, wenn das Pfand im Besitz desjenigen ist, der das Pfandrecht ausführt. Also mit anderen Worten, ich kann nicht von dir zu Hause etwas pfänden, Joe. Das geht nicht. Wenn ich eine Werkstatt habe und du kommst mit deinem Auto und ich repariere das und dann bezahlst du einfach nicht und das Auto steht noch bei mir in der Werkstatt auf meinem Hof, kann ich das als Pfand festhalten. Das ist durchaus in Ordnung. Sag also, Herr Konrad, tut mir leid, Sie müssen erst bezahlen. Wenn dein Auto aber von dir abgeholt worden ist, kann ich nicht kommen und es bei dir wegholen. Das geht nicht. Ich habe dann kein Pfandrecht mehr. Okay. Aber hier funktioniert es wunderbar, denn das Konto gehört tatsächlich der Bank. Zugeordnet wird es der Person. Das, was du hast, ist eine Verfügungsberechtigung als Treuhänder für die Person. Und da merken wir auf einmal, dass wir eben auch nicht im Besitz des Geldes sind, wenn es sich auf dem Konto befindet, sondern wir sind nur verfügungsberechtigt in einem gewissen Maß.
Und du hast gerade gesagt, wenn es sich auf dem Konto befindet und das, was davor war, nämlich die Abschaffung von großen Scheinen, das geht ja in die Richtung Bargeldabschaffung. Und genau, wenn man es da in einem so riesigen Land mit 1 Milliarde Menschen über Nacht machen kann, die großen Scheine sind weg. Wir haben ja auch 500er und 200. Stell dir mal vor, die sind auf einmal auch über Nacht nichts wert. Und die Absicht ist ja, diese Bargeldabschaffung ist ja von einigen wirklich gewollt, dass wir eben nur noch kaufen und verkaufen können übers Konto. Das heißt, es ist alles kontrollierbar, es kann keiner mehr an der Steuer vorbei irgendetwas machen. Das ist ja auch Wunsch hier. Ja. Und hier sehen wir in Indien eben, dass es einfach gemacht wird. Und da fragt keiner, bei uns geht das nicht. Ich stelle mir den deutschen Michel vor und sage, ja, das in Indien, das sind ja, aber bei uns geht das nicht. Aber natürlich geht es bei uns auch. Und wir haben es in Zypern gesehen, auch wieder Geld auf einmal futsch. Naja, wir werden gleich noch weitere Beispiele sehen. Wir sind da mit der Geschichte noch gar nicht fertig. Das ist noch gar nicht zu Ende. Ja, ja. Denn hier glauben ja viele auch, dass Indien natürlich nicht ganz so in diesem westlichen Kontrollsystem steckt. Also das ist natürlich eine Illusion, aber das ist eine Illusion, die wird ja genährt. Aber hier sehen wir, das geht. Hier sehen wir, dass es Menschen sind, die, wenn wir mal in Indien waren, dann wissen wir, es viel weniger angepasst scheinen als wir hier. Und dennoch funktioniert das. Und jetzt kommt also etwas weiteres hinzu. Die Menschen werden also gezwungen, sich dieser ganzen biometrischen Erfassung zu unterwerfen. Und B, eben genau, was du gerade sagst, wird auch richtig deutlich ausgesprochen von den indischen Politikern, die sagen, wir werden jetzt die digitale Welt hier einführen und wir wollen eine richtige bargeldlose Gesellschaft haben. Und in Indien ist im Moment wirklich noch 90% aller Geschäfte sind mit Bargeld gemacht. Also sie sind viel dichter an dem Bargeld dran, als wir beispielsweise. Das ist viel radikalere Umwandlung, als bei uns das wäre. Ne? Und soll es ja schon sehr weit sein. Ja. Und hier gibt es ein Zitat aus dem indischen elitären Kreisen. Und da heißt es ist richtig, dass eine 100%ig bargeldlose Gesellschaft nicht möglich ist. Aber warum machen wir nicht einen Anfang für eine Gesellschaft in Indien mit geringem Bargeldeinsatz? Wir können allmählich von einer Gesellschaft mit wenig Bargeldeinsatz zu einer bargeldlosen Gesellschaft übergehen. Und ich möchte hier ein paar Beispiele nennen. Ein Beispiel ist Australien. Australien gibt es einen 100-Dollar-Schein, es gibt den australischen Dollar, der weniger wert ist als der US-Dollar, was jetzt die, wenn wir es im Vergleich zum Euro sehen. Und das ist der höchste und größte Schein, den es dort gibt. Der zweitgrößte Schein ist der 50-Dollar-Schein. Das heißt also, 100 Dollar sind etwa, ich schätze, 75 Euro. Mhm. Und entsprechend der 50-Dollar-Schein die Hälfte. Beide großen Scheine, 50er und 100, sollen abgeschafft werden. Also mit anderen Worten, es bleiben dann 20er, 10er und 5er. Also hier sehen wir genau das Gleiche. Und das wird nicht nur schon öffentlich diskutiert, sondern es wird vorbereitet. In Griechenland kannst du keine Rechnung mehr bezahlen über 500 Euro mit Bargeld. Ja. Derjenige, der das nimmt, macht sich strafbar und der